Ja, hallo. Ja, heute war Willi und Gabi wieder für euch unterwegs. Heute in einem kleinen Baumarkt und in einem Partyladen. Viel Spaß dabei. Ja, wir sind jetzt hier in Kargitschak, unten im Dorf, und bei der Gelegenheit zeige ich euch mal hier diese kleinen Läden, wo man so alles Mögliche kriegt, so als Zubehör. Muss nicht immer Koshtasch sein. Hier wird man sehr freundlich behandelt. Ich muss hier noch auf ein Teil warten. Darum habe ich gedacht, dann nutze ich das mal. Hier die kleine Sitzecke. Wenn man noch einen Tee haben möchte, ist hier kein Problem. Hier ist der nette Besitzer. Und jetzt zeige ich euch mal, was es hier alles so gibt. Da haben wir so Zubehör. Auch Gartenhandschuhe. Hier für den Gartenbereich. Schütten, Haken, Spaten. Diese Kette da habe ich gerade gekauft, 3 Meter, weil die brauche ich für den Hund hinten in den Felder. Also nicht für meinen Hund, sondern so, hier gibt es den Tee. Dann gehen wir jetzt mal hier rein. Wie gesagt, es müssen nicht immer die großen Läden sein. Braucht ihr Schraubenzieher? Braucht ihr Bohrer? Kleine Maschinenpark für die Sägen, Schleifscheiben. Hier gibt es Farben oder für Abflüsse, Zubehör, Rollen. Hier für den Maurer- und Putzbedarf, zum Abfilzen, Verdünnung, Lacke, wie gesagt, hier die Farben. Ist ein kleiner Laden, aber hier im Dorf sind solche Leute immer angenehm, weil man geht rein, man kennt sich und kann hier in Ruhe gucken oder auch mal nur ein Schwätzchen halten. Isolierband, Wasserwagen. Dann hier für Duschzubehör. Hier unten wieder für den Garten. Eine Hammerhacke. Oh, das gibt noch lecker hier. Da, so wird man hier verwöhnt. Ja, Sondra. Sondra. Na, siehst du, hier kriegt man Tee, hier kriegt man Kuchen. Hier ist man noch, wie sagt man, Kunde und keine Nummer. Dann hier so Kleinzubehör. Scharniere, Schrauben, Schlösser und alles Mögliche. Das ist nur mal so eine kleine Übersicht, damit man mal sieht, hier im Dorf und wie man hier verwöhnt wird. Das ist das Schöne. Wie gesagt, da gehe ich manchmal lieber hin wie nach Koshtasch. Also, man kriegt hier natürlich nicht alles. Hier ist sein kleines Büro. Alles schlicht und einfach. Aber super. Ne? Und wie gesagt, man fährt ja hier jeden Tag vorbei und ne, wie gesagt, man kennt sich. Und wenn du gerade kein Geld in der Tasche hast und sagst, Mensch, ich brauche noch was, aber dann zahle ich eben nachher, dann, ne, dann ist Vertrauen hier. Na gut, das war nur mal ein kleiner Einblick vom kleinen Dorfladen bzw. Naja, Bauzubehör und was man so im Haushalt alles braucht. Dann sag ich mal, bis zum nächsten Mal. Und heute ist leider Regentag. Man hört es und man sieht es auch. Ja, hallo liebe Leute, hier aus der Türkei mal wieder. Und zwar ist hier vor, naja, ein paar Wochen ist es schon auf, ein Partygeschäft. Wir waren selber noch nicht drin und wollen dann mal gucken, was man da so findet, ob für Geburtstage oder Feiern nachher draußen im Garten. Wir gehen mal gleich rein und zeigen euch mal, was es da alles zu bekommen ist. Tür geht schon offen, komme gleich. Da gibt es kleine Tischbomben. Alles für die Party. Oh, Kerzen.
Ballons. Naja, ich hoffe, dass das nicht nur, naja, wenn das schon so was steht, ist das ja nicht nur als Kindergeburtstag gedacht. Sieht ein bisschen nach Karneval aus, aber ich denke mal so ein oder andere Sachen, vielleicht zum Kuchen backen. Oha, oha. Oder für die Liebste ein Herzchen bei der Grillparty zum Geburtstag. Kostüme wohl für die Kleinen. Nun ja. Oder die Masken zum Beispiel. Ja. Na, dann können wir uns auch ganz verkleiden. Also, ja. Wenn wir sowieso schon eine Maske tragen müssen. Naja, alles dabei. Naja, Partyteller und so einen ganzen Schnickschnack. Hier Buchstaben. Naja, wie gesagt, Pappteller. Na gut, wenn man braucht, ne? Oder man denkt mal, ach, ich will eine Party machen, guck mal, vielleicht brauche ich noch was für eine Gartenparty. Da wird man sicher hier das eine oder andere Teilchen finden. Wir gucken dann auch noch mal kurz durch. Das ist ja nur ein kleiner Einblick. Dann habt ihr das mal gesehen. Also wie gesagt, das ist schon kurz wieder vor Kargicak an der Atatürk-Oder Durchgangsstraße. Fleißigen Arbeiter haben jetzt die Bäume geschnitten, die machen alles schön jetzt hier. Alles für die Touristen. Wir sind jetzt hier im Mammutlager. Kennt ihr bestimmt alle schon hier an der Uhr. Hier ist dieser Käseladen. Hier waren wir gerade essen. Sehr lecker. Sehr zu empfehlen. So, dann gehen wir mal weiter.